Ukrainische. Und weil mein Ukrainisch relativ bescheiden ist, habe ich Hilfe bekommen. Und zwar von ihm. Das ist der Alexander, der bestens Ukrainisch und Deutsch kann. Wie alt bist du? 10. Danke vielmals, dass du mir hilfst. Könntest du mal den Oleg fragen, ob er eigentlich die Schlussübung, die er gemacht hat, noch besser können turnen wie heute? Das ist fast nicht möglich, oder? Ты последний снаряд, который ты сделал, еще лучше можешь сделать? Ну, судя по оценке, да. Per Note schon, ja. Bei den Noten schon, aber ich nehme an, er ist sehr, sehr glücklich, oder, mit seinem Auftritt? Ich glaube schon. Willst du noch schnell fragen? Как называют? Не стесняйся, все нормально. Не переживай, все нормально. Тебе понравилось, как ты сделал? Мне да. Я. Эрст это. Hast du richtig vermutet? Jetzt, es ist der zweite Sieg hintereinander für das Team. Kannst du mal fragen, was es so speziell macht, hier in Zürich aufzutreten für Sie? Что для вас специально здесь, в Швейцарии, в Цюрихе выступать? Давай, отвечай. А что спросил? Что для тебя здесь больше всего нравится? Скажи, что нравится соревнование очень. Сам прием, самопровождение соревнования, так как не просто соревнование, а шоу, это зрители, публика, все живо, так очень интересно и классно. Не скучно. Мне нравится здесь. Viel Unterhaltung und sonst einfach Kultur und wie es hier ausgeführt wird. Weißt du, das nimmt mich mal extrem wunder. Du hast ja die grossen Trophäen auch gesehen, die ist ja etwa so hoch. Wie nehmen sie die mit in die Ukraine? Как вы будете кубок брать в Украину? Так он же переходящий, мы уже знаем. Це все що. Ich weiß noch nicht genau wie. Irgendwie wird das dann schon klappen. Besten Dank euch, herzliche Gratulation. Und Alexander, das hast du grossartig gemacht. Vielen, vielen Dank.